mir auf der Bühne die Dr. Monika Henninger-Erber. Herzlich willkommen. Meine Frage ist, braucht man eigentlich einen Doppelnamen, um Schwurbler zu sein? Sie ist Naturwissenschaftlerin, war langjährig Managerin in einem internationalen Pharmaunternehmen. Kannst du keinen Doktortitel haben? Im Geschäftsbereich Biotechnologie. Heute ist sie selbstständige Beraterin für Nachhaltigkeit und seit 3,5 Jahren engagierte Gemeinderätin in Grafenegg. Im Bezirk Krems, sie ist Mitglied der GGI, des Grünen Vereins für Grundrechte und Informationsfreiheit. Herzlich willkommen. Ja, schau her. Hallo alle, schön, dass ihr da seid. Das ist großartig. Ich bin, wie gesagt, von der GGI. Wir sind eine grüne Gruppe, die politisch aktiv ist seit Beginn Corona und die sich für Grundrechte, Meinungsfreiheit, Informationsfreiheit und was für eine ehrliche Aufarbeitung einsetzt. Was genau diese Auf Wanderbällen. Na, der ist ja jetzt über alles erhabt. Der ist ja nicht mehr ist ein Grüner mehr. Jetzt ist ein Leberkastfresser. Ein Raufender. Zwischen der WHO und Europa, ganz konkret der Europäischen Kommission sprechen. Denn beide, EU und WHO, schlagen, was Pandemie und Krisen anbelangt, in dieselbe Kerbe. Die EU ist voll auf Kurs und sie hat auch das Verhandlungsmandat für den Pandemievertrag. Und Österreich verhandelt nicht selbst, wie wir wissen, aber es würde wahrscheinlich auch keinen Unterschied machen und das ist eigentlich sehr traurig. Die EU, das ist wichtig, sie versteht sich nicht nur als Wirtschaftsunion, als Währungsunion, sondern nun auch neu als europäische Gesundheitsunion. Und was das heißt ist, sie bedienen sich dazu dreier Einrichtungen. Einmal dem ECDC, dem Zentrum für die Kontrolle von Krankheiten, dann der EMA, der Europäischen Arzneimittelagentur und nun neu der HERA. Ja, als dritte Säule die HERA. Und darüber möchte ich nochmal sprechen. Denn hier geht es nicht um die griechische Göttin, sondern es ist eine englische Abkürzung für Health Emergency Response Authority. Und am besten übersetzen könnte man das als eine Behörde für Gesundheitsnotfälle, für das Vorbereitetsein und für Reaktion geben, Antworten geben. Und genau das kennen wir doch eins zu eins von der WHO, so war es doch auch die letzten 3 Jahre in Österreich. Und die HERA gibt es bereits seit 2 Jahren, still und leise etabliert. Ich weiß nicht, ob Sie das schon gehört haben. Seit 2 Jahren agiert diese Behörde. Sie hat ein Budget von 6 Milliarden bis 2027 und sie hat ihren Sitz in der Europäischen Kommission. Und die HERA soll grenzüberschreitend agieren. Sie soll medizinische und nicht medizinische Maßnahmen anordnen. Wir kennen das zur Genüge, was das heißt. Sie soll bei tatsächlichen Gefahren agieren oder auch bei möglichen Gefahren und Krisen. Ob biologischer Natur, also Bakterien, Viren, chemischer Natur, unbekannten Quellen, ja, hochinteressant, da fallen uns sicher ein, Laborunfälle, Biowaffen und schließlich auch Krisen, die sich aus Klima und Umwelt ergeben. Und die Aufgabe von HERA ist Koordination, Kontrolle und sie verlangt eine Berichtspflicht aus all ihren Mitgliedstaaten. Und was das bedeutet, das sind jetzt mehrere Probleme, die ich ansprechen möchte. Um all dieses aufrechtzuerhalten, braucht es elektronische Instrumente. Elektronische Instrumente wie grüner Pass oder nun neu auch die Europäische Gesundheitsakte, die etabliert werden soll. Und ich möchte hier wirklich ausdrücklich warnen, denn es geht hier um Datenschutz, der wieder ausgehebelt wird,
Gesundheitsdaten sind hochsensibel und es gibt keine absolute Sicherheit. Wir haben das immer wieder gesehen, mehrfach. Daten werden verschickt, absichtlich oder zufällig. Sie werden geleakt. Sie sind niemals sicher. Seien wir uns bitte dessen bewusst. Weiters erlauben elektronische Instrumente, dass wir kontrolliert werden können. Grenzüberschreitend, habe ich vorher gesagt. Und es geht nicht nur um die Reisefreiheit, sondern es besteht auch die Gefahr, dass man uns sonst kontrolliert. In sozialen Belangen und auch in finanziellen Belangen. Und wenn ich immer wieder höre, ach, Corona ist vorbei, die Impfpflicht ist vorbei und so schlimm war es doch gar nicht. Doch es war schlimm und es ist gar nichts vorbei. Und es wird wieder passieren. Bravo! Und es ist nicht richtig, dass uns eine zentrale Stelle, sei es die WHO oder eben nun die HERA, sagt, was jeder Bürger zu tun hat. Sondern ganz im Gegenteil, wir haben doch gesehen in den letzten Jahren, es braucht diese gesamtheitliche Gesundheitssicht. Es braucht wieder Public Health Ansätze, öffentliche Gesundheitsvorsorge, öffentliche Gesundheitspflege. Und last not least, und ich denke, das ist die gute Nachricht, es geht um Eigenverantwortung. Jeder von uns ist eigenverantwortlich auch für die Gesundheit. Das mag manchmal nicht so bequem sein, aber seien wir dankbar dafür. Und sprechen wir uns aus gegen diese ständige Gleichmache, die man uns einzureden versucht, mit dem Schlagwort Gesundheit. Und wichtig nun, adressieren wir das in den Familien, in der Gesellschaft, in der österreichischen Politik und in den österreichischen Parlamenten. Die Nationalräte der Bundesräte müssen sich damit befassen. Und versuchen wir das gemeinsam und lassen wir uns unseren Mut, unsere Menschlichkeit und unsere Lebensfreude nicht nehmen. Danke.